Die traditionelle Verzierung für die Tanzfrisuren sind die Strasssteine, dieselben, die auf Kleider geklebt werden. Diese Verzierung ist sehr vielfältig und auch relativ unproblematisch, solange wir große Steine in das Haar kleben. Je kleiner die Steine sind, desto aufwendiger die ganze Arbeit bei dem relativ bescheidenen Effekt. Daher lohnt es sich, die größeren Steine zu kleben und aus diesen Steinen eine Komposition zu legen, beziehungsweise die nicht einzeln zu platzieren. Geklebt wird in der Regel mit demselben Kleber, mit dem die Steine auf das Kleid kommen. Die Verzierung mit den Strasssteinen geht wesentlich schneller mit den sogenannten Sticker. Das sind die billigen Steine, die auf Silikonstreifen befestigt sind. Diese Streifen lassen sich als ganzes Stück abnehmen. Den Streifen kann man beliebig trennen und in eine beliebige Form legen. Das sind keine teuren Steine und sie funkeln etwas weniger. Dafür ist die Arbeit mit ihnen wesentlich schneller und leichter. Diese Sticker gelten als selbstklebend. So kann man die Form vorher auf der Frisur legen und beurteilen. Sie müssen aber dann anschließend mit dem Kleber fixiert werden. Der Kleber kann dann direkt auf das Haar in dünnen Streifen aufgetragen werden und die Strassstreifen kommen oben drüber. Diese Sticker sind ursprünglich für Scrapbooking gedacht, so kann man die in Bastelshops oder online in China kaufen und die gibt es in ganz verschiedenen Farben. Es gibt auch welche mit dem AB-Effekt, das heißt mit dem Regenbogenfunkeln, und die sind für die Tanzfrisuren sehr geliebt und fast für jedes Kleid passend. Klebereste vom Haar abzuwaschen gefällt nicht jedem, so gibt es für die Strasssteine eine Alternative, Glitzer oder Glitter genannt. Das sind funkelnde Partikel in verschiedenen Größen und in verschiedenen Farben. Die kann man direkt auf den Haarspray oder Haargel kleben, auf den gewünschten Stellen in der Frisur, und die glänzen auch ganz schön und sind eine gute Alternative für die Strasssteine. Für das Haar empfehle ich, Glitzer zu nehmen mit nicht zu kleinen und feinen Partikeln. Die sind dann besser sichtbar und lassen sich auch leichter im Haar verteilen. Die gibt es in einer Farbe oder in einer Farbmischung. So kann man ganz verschiedene Effekte bekommen. Ich habe schon erwähnt, dass Glitzer in verschiedenen Größen gibt. Es gibt auch glänzende Partikel in Form eines feinen Puders und solche Glitzer eignen sich besser für das Make-up und sind für die Frisur etwas aufwendiger und geben auch etwas weniger Effekt auf den Haaren. Auch diese Schätze sind für kleines Geld online, hauptsächlich in China, zu finden, und für die Suche empfehle ich, die Begriffe Nägeldesign einzugeben, weil all diese Glitzerpartikel ursprünglich für die Nägel gedacht sind. Will man nichts in das Haar kleben, auch nicht mit dem Haarspray oder Gel, kann man die einfachsten Broschen bestellen. Die gibt es ja auch in verschiedenen Größen und die kann man mit den Haarnadeln an dem Dut, in den Dut, neben dem Dut reinstecken. Dort, wo es für die Frisur am meisten Sinn macht, verfügt die Frisur über die nötige Festigkeit, werden sie mit den Haarnadeln unproblematisch an der gewünschten Stelle halten. Letztendlich kann Haarschmuck auch selbst gebastelt werden. Diese Blumenstücke habe ich selbst zusammengelegt aus den einfachsten Materialien und die sind auf den festen Haarclips, die sehr gut im Haar fixiert werden. Die Haarclips sind auf dem dicken Filzstück geklebt, so ist
das ganze Schmuckteil ziemlich angenehm im Haar und sehr stabil. Unabhängig davon, welche Verzierung für die Frisur ausgesucht wurde, wirkt sie am besten auf dem absolut sauberen und ordentlichen Haarstyling. Und für diejenigen, die gern selbst basteln, hier eine kleine Anleitung für die Blumenstücke. Die Blumen habe ich auch selbst aus den Stoffresten gemacht. Im Internet gibt es sehr viele Anleitungen zu solchen Blumenkreationen. Am wichtigsten sind die Haarclips. Die gibt es in verschiedenen Größen. Wichtig ist, dass die Clips nicht sichtbar sind bzw. kleiner sind als der Schmuck selbst. Und ich nutze Feder, die kann man auch im Internet in verschiedenen Farben und Formen kaufen. Als Unterlage nehme ich ein Filzstück und ich klebe das Ganze mit einem heißen Klebepistole.